Servus Andi, hallo. Hey, Pokal, was hast denn du tun? Ja, der Hofmeisterschaft. Ja, cool. Jetzt wollte ich dich gleich fragen, ob du mal die Rodel hochputzen kannst und ein bisschen pflegen, damit die Rodel so schnell bleibt fürs nächste Rennen. Das nächste Mal wieder so gut geht. Hey, ja. Mach ich da gern. Ja, der Andi hat mir jetzt nach seinem Rennen die Rodel gebracht. Sie ist jetzt nass und jetzt schauen wir uns an, wie wir sie am besten pflegen, was wir am besten tun, dass sie eben nächstes Mal wieder gut funktioniert. Und da ist als erstes das Wichtigste, sie ist natürlich voll Schnee und sie ist nass, dass wir da einfach den ganzen Schnee und das Wasser wegtun. Wenn wir nachher die Rodel trocken gelegt haben, nehmen wir noch ein anderes Papierl und dann können wir ein WD-40 oder auch Flüssigwachs, eignet sich auch richtig gut, hernehmen, so ein bisschen aufs Papier drauf und gehen da einfach über die Schiene, über die Stahlschiene drüber, was einfach richtig gut hilft, dass sie nicht rostet und die Schiene im guten Zustand bleibt. Als nächstes schauen wir uns einfach die Rodel einmal generell ein bisschen an. Eine Art Sichtkontrolle sollte man beim Auto auch regelmäßig machen. Wichtig oder ein kleiner Tipp ist dann, wenn wir sie lagern, dass wir ein altes Leintuch, ja, haben wir glaube ich alle daheim, einfach über die Schienen drüber legen, über die Rodel. Das hilft so, dass ich zwar die Rodel von Feuchtigkeit befreit habe, aber ich komme von der Kälte in den warmen Innenraum. Und da ist dann schon die Gefahr, dass die Rodel schwitzt oder sie wird schwitzen, das ist ganz klar. Aber wenn ich ein Leintuch Schiene über die Schiene gelegt habe, schwitzt sie zwar, aber das Leintuch nimmt die Feuchtigkeit auf. Grundsätzlich ist natürlich zum Empfehlen, dass man sich vorab informiert über die Rodelbahn, auf die man jetzt dann gehen will. Und wo kann ich das tun? Auf rodelwelten.com, der neuen Plattform rund um das Thema Rodeln.